Bad Klein und im Land. Ich begrüße Sie heute zu unserer zweiten Sendung ab dem 2022. In unserer heutigen Zeit der Corona-Pandemie produziere ich die Sendungen von meinem Zuhause aus. Wir Schüler der regionalen Schule am Schweriner See in Bad Klein produzieren das Fernsehprogramm für die verschiedenen Netze in der Region, sowie für das Internetfernsehen. Unsere Sendung ist vom Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend auf diesem Kanal laufend zu sehen. Heute bin ich, bis auf Weiteres, für die Produktion und den Inhalt der Sendung verantwortlich. Was haben wir heute in unserer... Ja, also wir sammeln hier halt die Spenden für die Ukraine-Flüchtlinge. Da wird das alles in einen Transporter geladen und wird dann halt... Zeige uns das Land, hier in das Kleine und seinen Dörfern. Wir laden außer Bekleidung zur... Wässer, Haushalt. Herzlich willkommen bei Wismar TV, eine neue Ausgabe, eine neue Woche. Wismar, Ihr Partner für Wasserversorgung, der Lieferant für mollige Wärme. Der Zweckverband Wismar. Unsere Sendung Bad Klein TV wird präsentiert von City Pizza Service Bad Kleine. Wir laden außer Bekleidung zur Wässer, Haushaltwagen. Wir haben Montag von 9 bis 16.30 Uhr, Dienstag, Mittwoch von 9 bis 13 Uhr, Donnerstag, Freitag von 9 bis 16.30 Uhr. Besuchen Sie uns, wir freuen uns sehr und wir wünschen Ihnen alles Gute. Und wie gesagt, kleine Nähenarbeiten. Wir sind neben dem Gelände von Netto und Sparkasse. Wichtige Kundeninformationen im TUI-Laden bekommen Sie nicht nur Bekleidung, Wäsche, Schuhe und viele andere nützliche Dinge. Nähenarbeiten mache ich auch. Sie können auch Hosen kurzen. Kommen Sie zu uns. Wir freuen uns für Ihren Besuch und wünschen wir Ihnen alles, alles Gute. Vielen Dank für Ihren Besuch. Bis bald. Ja, also wir sammeln hier halt die Spenden für die Ukraine-Flüchtlinge. Da wird das alles in einen Transporter geladen und wird dann halt dahin gefahren, wo ein Lager für die ist, wo Shampoo, Duschgel, Zahnputzzeug, Bettwäsche, Handtücher und alles bei ist. Das haben wir jetzt, wir Schüler und Lehrer, alles zusammengesammelt und morgen fährt dann der Transporter los. Ja, die Schule, also die regionale Schule mit Grundschule Bad Klein hat an einem Tag für die Ukraine sehr viele Spenden gesammelt. Die Lehrer, die Schüler und ganz viele Eltern haben geholfen. Transporter geladen und wird dann halt dahin gefahren, wo ein Lager für die ist,
wo Shampoo, Duschgel, Zahnputzzeug, Bettwäsche, Handtücher und alles bei ist. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Wismar TV, eine neue Ausgabe, eine neue Woche. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Wir starten mit einem Beitrag über den Akademischen Siegelverein. Das hat was damit zu tun, dass ja aktuell durch die Stadtwerke Wismar Förderherzen vergeben werden können. Und unter anderem eines der Projekte ist eben dieser Akademische Siegelverein. Wie Sie den und warum Sie den unterstützen können, das sehen Sie jetzt. Der Akademische Segelverein wurde 2013 in Wismar gegründet. Seither ist der Verein auf 70 Mitglieder gewachsen. 7 davon sind aktive Skipper und 2 bilden den Vorstand. Die zweite Vorstandsvorsitzende und Skipperin ist Jule Rolfs. Sie ist seit 4 Jahren im Verein und setzt sich mit vollem Herzblut für seine Beständigkeit ein. Die Wings of Wismar ist eines von 3 Segelbooten des Vereins. Gebaut wurde sie 1967. Sie ist 12,30 Meter lang, 12 Personen passen auf den Segelkreuzer. Das Schiff hat 6 Kojen plus 2 Hundekojen. Die Saison dauert von April bis Oktober. Im April wird das Schiff ins Wasser gelassen, im Oktober wird es wieder herausgeholt und ins Winterlager gebracht. Dort werden dann Reparatur- und Schönheitsmaßnahmen vorgenommen. Das Unterwasserschiff muss erneuert werden, die Elektronik muss kontrolliert und der Lack an Deck muss abgeschliffen werden. Für neue Lacke und Farben benötigt der Verein die Unterstützung durch die Förderherzaktion der Stadtwerke Wismar. Wir haben hier dieses wunderschöne Schiff, was hier im Hintergrund steht. Und wir brauchen ganz dringend neue Farbe dafür. Wir haben 4 Sachen, die wir damit auffrischen wollen. Das ist zum einen, was man hier sieht, das Antifouling vom Unterwasserschiff und dann der Lack vom Rumpf. Und an Deck gibt es noch Klarlack, wo man das schöne Holz von dem Schiff durchsehen kann. Und dann gibt es noch das Decksweiß, unsere Strukturfarbe, die für Halt beim Segeln sorgt. Und das soll halt alles irgendwie einmal neu oder aufgefrischt werden. Stadtwerke-Kunden können bis zum 30. April an ihre Vereine Förderherzen vergeben. Die Aktion läuft insgesamt sehr gut. 3 Projekte sind bereits voll finanziert. Wir haben 32 Projekte, die am Start sind, die unsere Kunden uns gemeldet haben. Die ersten Projekte, da ist das gesamte Geld schon rein. Also die Kunden haben gewotet dafür. Die konnten wir schon schließen. Aber jeder kann noch sein Förderherz abgeben. In der Saison fährt die Wings of Wismar mindestens einmal pro Woche aufs Meer hinaus. Zudem ist die Teilnahme an Regatten geplant. Und beim Hafenfest im Juni plant der Verein selbst eine Regatta durchzuführen. Passend zur aktuellen Sonderausstellung Industrielles Bierbrauen in MV des Fantechnikums in Wismar fand am 3. März im Brauhaus am Lohberg ein Vortrag über das Brauhandwerk im 21. Jahrhundert statt. Dieser handelte von der Gegenüberstellung des industriellen Brauens zu dem Brauen in einer traditionellen Gastbrauerei. Gehalten wurde der Vortrag von Stefan Beck. Während der studierte Diplom-Braumeister über das Brauhandwerk sprach, verkosteten die Zuhörer 3 verschiedene Sorten seines Bieres. Durch seinen Vortrag möchte er das Bewusstsein für die regional handwerklich gebrauten Biere stärken. Es soll einfach wieder mehr Bewusstsein da sein für regionale, handwerklich gebraute Biere. Das Bewusstsein merkt man schon in den letzten Jahren. Es kommt immer mehr. Man will wieder Heimat erleben, man will Handwerk erleben, man will Regionalität und eben einfach was Gutes haben. Beim Bierbrauen handelt es sich um eine uralte Kulturtechnik, die in Mecklenburg bereits vor der deutschen Kolonisation im 12. Jahrhundert praktiziert wurde. Dieses Wissen möchte das Fantechnikum anhand der Sonderausstellung und dem passenden Vortrag vermitteln. Zum einen ist es wichtig für das Fantechnikum, dass wir Lokalhistorie auf dem Niveau abbilden können mit unserer aktuellen Sonderausstellung. Und wir erachten es als enorm wichtig, dass diese Veranstaltungen natürlich auch im Stadtbereich verzahnt werden. Also dass wir mit dem Traditionshaus hier im Lohberg und auch mit Braumeister Beck einen sehr dankbaren Partner gefunden haben, die sozusagen unsere Themen mit aufgreifen. Sie kommen ja auch von hier schlussendlich und wieder durch einen ganz tollen Wechselwirkungseffekt erzielen.
Zukünftig möchte das Fantechnikum weiterhin Aktivitäten in die Stadt verlegen und mit geeigneten Partnern passende Veranstaltungen zu Ausstellungsinhalten und Thementagen organisieren. Die nächste Veranstaltung findet am 17. März statt. Thema: Das historische Wismar und sein Brauwesen. Am 26. Februar begrüßte der Wismarer Hafen das Frachtschiff Schockland. Es kam aus Finnland, um Nadelholz zur Weiterverarbeitung nach Wismar zu bringen. Schockland wurde 2010 gebaut und ist somit 12 Jahre alt. Das Schiff fährt unter niederländischer Flagge. Der Frachter hat eine Länge von 90 Metern und eine Breite von ganzen 14 Metern. Es besitzt eine maximale Tragfähigkeit von 3.300 Tonnen. Nach einem dreitägigen Aufenthalt steuerte das Schiff sein nächstes Ziel an, Casablanca. Mahnwache für einen schnellen Frieden. Dafür standen am 3. März rund 250 Menschen auf dem Wismarer Marktplatz zusammen. Anwesende hielten Reden und Gedichte, um auf die aktuelle Situation in der Ukraine aufmerksam zu machen. Die Ukrainer in Deutschland fühlen sich durch Demonstrationen und Mahnwachen unterstützt. Mir bedeutet das so viel, dass alle Menschen, alle Welt steht an unserer Seite. Dass von mir so große Bedeutung gibt, dass die alle Menschen verstehen, dass wir Recht haben. Das macht uns munter, weiterzukämpfen. Der Hansestadt Wismar ist es wichtig, in Gedanken für die Menschen in der Ukraine da zu sein. Laut Frieder Weinhold, Vorsitzenden des Christlichen Hilfsvereins, müssen alle Menschen ihr Gesicht für den Frieden zeigen. In der Wismarer Bevölkerung, die Hilfsbereitschaft in unserem ganzen Land ist riesig. Und ich habe den ganzen Tag Telefonate. Die Menschen wollen fragen, was können wir tun? Wir sind so ohnmächtig. Ich sage, wenn man kleine Dinge macht, kann man etwas gegen die Ohnmacht tun. Wir wissen nicht, wie die Lage sich weiterentwickelt. Es ist einfach furchtbar, was in der Ukraine passiert. Es ist für die Menschen furchtbar. Es ist genauso für die jungen russischen Soldaten furchtbar. Ich habe auch persönlich ganz große Angst, dass alle russischen Menschen jetzt mit Putin in einen Topf geworfen werden. Nach einer Stunde hat sich die Mahnwache mit leiser werdender Musik aufgelöst. Das war schon wieder fast für uns, für Sie heute an dieser Stelle. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Wir hoffen, es war etwas Informatives für Sie dabei. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Zeit, bleiben Sie gesund und schalten Sie zu unserer nächsten Sendung wieder ein. Sie wissen noch, vom Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend sind wir mit den Nachrichten aus der Region auf diesem Kanal laufend zu sehen. Die Regie, Moderation sowie Zusammenstellung zu dieser Sendung hatte ich, Paulina Kaminska. Ihr Lokalfernsehteam der Arbeitsgemeinschaft Fernsehen der regionalen Schule am Schweriner See in Bad Klein. Wir würden uns freuen, Sie zu unserer nächsten Sendung wieder auf diesem Kanal zu begrüßen. Dann bis zum nächsten Mal, Ihre Paulina Kaminska und tschüss!